und herzlich willkommen zurück zu Star Stable Online. Ja, es ist ein Tag vergangen und ich stehe wieder mit Lemonheart hier bei Conrad, der uns hier einen Schlüssel schmieden sollte, um damit wir nach Golden Hills kommen. Genau. Und dann machen wir doch direkt mal weiter mit den Quests. Hier oben. Hallo Astrid, der Schlüssel ist fertig. Ich bin nicht sicher, ob er funktioniert, da es schwierig ist, eine Kopie von einem Foto zu machen. Der Schlüssel hat spröde Teile und kann abbrechen oder das Schloss für immer zerstören. Aber das Risiko müssen wir nehmen. Ob ich etwas über Golden Hills Valley weiß? Ja, ich kann dir ein bisschen erzählen, wenn du willst. Golden Hills Valley ist ein sehr spezieller Ort. Es ist kein Geheimnis, dass mystische Schneekreaturen und andere gefährliche Wesen dort im Winter ihr Unwesen treiben und deswegen ist auch das Tor verschlossen. Zu dieser Jahreszeit sollte es jedoch ungefährlich sein, sei aber trotzdem immer auf der Hut. Im östlichen Teil findest du eine Hütte und eine Plantage, die Justins Großvater gehört. Genau, der alte Jasper, den du schon kennst. Im äußeren westlichen Teil des Tals findest du das Fischerdorf am Westkap. Und in der Nähe soll es einen Stall auf einer sehr schönen Insel geben. Ich war nie selbst dort, aber man kann dort sicher schnell Freunde finden und spannende Abenteuer erleben. Nun ja, Astrid, beginne nun deine Reise nach Golden Hills Valley und viel Glück. Ich hoffe, dass du den Bürgermeister findest und Klarheit bekommst, was dieses Jahr das Problem war. Sei dir darüber im Klaren, dass der Schlüssel eventuell nicht funktioniert oder kaputt geht. Er sollte für ungefähr 3 Versuche halten. Komm zurück, wenn er nicht funktioniert. Sei vorsichtig. Ist klar, dann machen wir uns doch mal auf den Weg nach... Ja. Wir machen uns direkt auf den Weg zum, von nach Golden Hills. Dann hoffen wir doch mal, dass der Schlüssel gleich halten wird. Aber es ist schon eine sehr präzise Angabe. Ungefähr 3 Versuche wird erhalten. Ja, was ist der schnellste Weg? Wir bereiten einfach hier quer drüber. Oder rüber. Ja. Genau, hier dann einfach, ich glaube gerade die Linie können wir jetzt sogar ungefähr reiten, das sollte dann am schnellsten ungefähr gehen. Und wenn es funktioniert, haben wir ein neues Gebiet freigeschaltet. Ja, freue ich mich. Aber irgendwie blöd, dass irgendwie, so wie ich gerade aktuell spiele, irgendwie alles immer gleichzeitig kommt. Naja, ist ja nicht schlimm. Genau, kurz mal hier ab am Land vorbei. Und da hinten sehen wir jetzt Golden Hills. Ich mag Golden Hills. Und ich mag einfach so. Früher mochte ich es mehr oder weniger, aber seit die neue Grafiken so gemacht haben und die Bäume nicht einfach ein bisschen, sondern wirklich so schön herbstfarben, finde ich das Gebiet richtig schön. Und was cool ist, ist dieses Schloss da oben. Aber das will ich noch nicht sagen. Wir wollen ja die Story erleben und nicht auf... Ja, die Story auf meine Erinnerungen erleben, die ich noch so habe. Aber das Gebiet ist schön. Stimmt, wir haben ja hier der Hexe Pi ein flugbettiges Kleeblatt gebracht. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Ich glaube, das ist sogar 25 Folgen. Ich glaube, das waren wohl bei Folge 50. Wir sind ja jetzt schon bei Folge 75. Also noch 25 Folgen, dann haben wir 100 Folgen schon hinter uns. Hat nicht funktioniert. Oh nein, kommt jetzt das fast dreimal nicht. Das dreimal nicht funktioniert. Oh, doch. Der Schlüssel ist kaputt gegangen, aber das Schloss hat sich geöffnet. Das Tor ist geöffnet und Golden Hills Valley erstreckt sich nun vor dir. Yippie! Glückwunsch, oder neue Fraktion entdeckt. Das kann ich ruf bei den Goldblättern an. Perfekt! So. Nee, da wollte ich nicht hin. Nur dahin.
Okay, wir sollen zu Jasper reiten. Halten wir jetzt ganz frech hier querfeldein, Hufa. Hallo Jasper, lange nicht gesehen. Ja, mir geht's gut. Oh, du Schande. Für die Hauptstory-Quest brauchen wir diese Quest. Dann würde ich sagen, machen wir doch auch die erstmal. Du wunderst dich, warum das Tor geschlossen ist, obwohl der Winter vorbei ist? Das habe ich mich auch gefragt. Ich habe alle Reiter auf der anderen Seite gesehen, die passieren wollten. Und alle Warentransporter, die wieder umkehren mussten. Oioi, was das für ein Chaos war. Aber ich weiß, mit wem du darüber sprechen kannst. Mit Bürgermeister Klaus aus dem Westkap Fischerdorf. Klaus ist für den Schlüssel zur Stadt verantwortlich. Du kommst dorthin, wenn du so weit wie möglich nach Westen reitest. Folge dem goldenen Weg, aber reite nicht in den Goldbadwald. Es ist nämlich schwer, wieder rauszufinden. Alles klar. Hier werden wir dann aber auch nochmal questen. Also ich denke, wir machen jetzt bald dann sonst mit der Story-Quest ein bisschen Pause. Also vor allem, wenn wir uns dann hier wieder rausführen, dass wir erstmal in Golden Hills ein bisschen questen können. Wäre doof, wenn wir, ich sag mal, hier sind und dann einfach, wenn wir hier durchwaschen, dann einfach keine einzige Nebenquest machen. Ein paar Nebenquests gehören einfach dazu. Finde ich jetzt zumindest. Hier ist, läuft eine Quest lang. Ah, Emma. Ja, komm, mach mal kurz. Halt, warte auf mich. Danke, dass du angehalten hast. Ich wollte ins Fischerdorf spazieren, um Kleider zu kaufen. Aber es ist einfach zu weit, um zu laufen. Ich bin von der Reitarena hergelaufen. Kann ich vielleicht mit auf deinem Pferd reiten? Das wäre so nett von dir. Da muss ich nicht den ganzen Weg laufen. Bring mich also bitte zum Kleidungsgeschäft, das sich auf dem südlichen Steg im Fischerdorf befindet. Reite schnell, schnell, schnell. War keine Befehle. Aber wir sind ja eher auf dem Weg, dann nehmen wir doch Emma direkt mit. Nein, soll ich jetzt... Ja gut, ich wollte ja eigentlich nie so mehrere Quests annehmen, aber... Ich kann ja gar nicht, ich habe ja ganz nicht gewusst, dass es so eine Quest noch gibt. Und die war ja eh, die lief ja sogar auf dem Weg. Deswegen fand ich es. Können wir doch einmal eine Nebenquest, bitte eine zweite Quest annehmen? Und wenn ich das nur richtig im Kopf habe, kommt jetzt was ganz Lustiges, wenn ich springe. Genau, ich finde das lustig. Wie das klingt. Diese Arme. Das war nicht lustig. So, dann machen wir kurz einen Abstecher hier, ne? Ich wäre es auch praktischer gewesen, hätte sie sich auf den Sack mitgesessen und nicht hinten drauf. So, da wären wir. Bis dann. Danke fürs Mitnehmen. Das war sehr nett von dir, Astrid. Du musst die beste Reiterin in Jorvik sein. Jetzt muss ich Kleider und andere Dinge kaufen. Chingaling, Astrid. Wir sehen uns. Perfekt. Das wäre jetzt noch eine Quest für uns. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt trotzdem mit der anderen Quest weiter. Aus dem hat sie ja Tschüss gesagt. So. Eigentlich ist es komisch, jetzt direkt weiter Quests zu machen. Außerdem wollten wir auch so eine Quest machen. Das war jetzt nur, weil es auf dem Weg lag. So. Bürgermeister Klaus. Guten Tag, Reiter. Du siehst so aus, als wärst du weit gereist. Wenn du einen Stall für dein Pferd brauchst, dann musst du zum Goldblattstall reiten. Der liegt auf der kleinen Insel nördlich des Dorfes. Man muss der Brücke nach Norden folgen. Oh, du kommst aus Silverglade? Natürlich wundert ihr euch, warum das Tor geschlossen war. Das hat leider eine natürliche Erklärung. Lass mich dir erzählen. Dann halten wir das kurz ein Stück zurück, weil mein Pferd macht die ganze Zeit komische Sachen. Okay, Klaus-Geschichte. Hab ich mir fast gedacht. Also es sieht so aus,
Also es sieht so aus. Im Winter verwahre ich den Schlüssel zur Stadt immer in einem verriegelten, eisenbeschlagenen Kästchen, das unter meinem Bett liegt. Wie du weißt, muss das Tor im Winter wegen der Schneegeister geschlossen bleiben, sodass sie nicht nach Silverglade gelangen können. Sie sind wirklich gefährlich und böse. Jedes Jahr öffne ich das südliche Tor nach Silverglade, aber dieses Jahr war der Schlüssel verschwunden. Oh. Eines Tages merkte ich plötzlich, dass das Kästchen gestohlen war. Der einzige Hinweis, den der Dieb hinterlassen hat, waren seine Schuhabdrücke. Das Merkwürdige war, dass es nur Abdrücke von einem linken Schuh gab. Keine Abdrücke vom rechten Schuh. Sehr komisch. Das ist durchaus komisch. Wir haben den Abdruck des gleichen linken Schuhs am Strand südlich der Brücke, die zum Festland führt, gefunden. Wir haben versucht, am Strand entlang zu suchen bis zur Labyrinthküste. Aber die Spuren haben sich einfach im Sand verlaufen. Es ist leicht, sich dort zu verlaufen, deswegen kann es sein, dass wir etwas übersehen haben. Wenn du willst, kannst du selber versuchen, etwas zu finden, aber ich glaube, es ist zwecklos. Es wäre doch geliebt, wenn wir da jetzt nichts finden. Auf geht's! Wir finden den Schlüssel und den Dieb. Okay, also hier runter. Ah, hier sind die Fußabdrücke. Die sehen durchaus sehr komisch aus mit den Punkten. Hier also durch. Und einmal hier rüber. Gut, im Wasser kann man schlecht Fußabdrücke sehen. Wir folgen einfach den Weg mal weiter. Hier scheint welche zu sein. Ah, wir haben ein Kästchen gefunden. Und anscheinend müssen wir wieder zurück. Gut, dann fahren wir wieder zurück. Da den Schlüssel schon mal nicht gefunden, sondern nur das Kästchen, wo da drin ist. Das ist cool. Dass hier wirklich so starke Windgeräusche sind, ist mir noch nie aufgefallen. Ja, wenn man lange spielt, kann man immer wieder neue Sachen herausfinden, finden. Es verändern sich ja auch Sachen, die nicht unbedingt in den News stehen. Und dann, ja, ich finde es eigentlich immer ganz cool. Das könnten sie ruhig mal ändern, dass man nicht immer an den Stufen hängen bleibt. Das war nämlich schon immer so. So, wir haben das Kästchen gefunden. Nicht schlecht, dass hier ist, dass hier... Ist tatsächlich mein Kästchen, aber der Schlüssel ist nicht mehr drin. Genau. Aber wir machen jetzt die Quest nicht weiter, denn ich möchte gerne eine Sache noch schnell erledigen. Ich hoffe, dass das schon funktioniert. Denn nach hier gibt es nämlich eine Fähre und ich hoffe, dass wir die Fährenquest einmal machen können. Beziehungsweise den Hafen freischalten können noch eben, damit ich nächstes Mal nicht den ganzen Weg wieder hierhin reiten muss, sondern ich entspannt Fähre fahren kann. Ja, da ist sie. Vesca Fischerdorf Fährstation. Du hast die Vesca Fischerdorf Fährstation entdeckt. Wenn du Anlegeplätze gefunden hast, die verbunden sind, kannst du die Fähre benutzen, um zwischen diesen Orten hin und her zu reisen. Du musst da weiter sein, um die Fähre benutzen zu können. Perfekt. Ah, es ging ja doch schneller als gedacht. Ich sehe. Ist jetzt du was? Ich dachte, das Ding dauert jetzt doch länger. Ja, wir sind jetzt gerade bei 14 Minuten. So ganz kurz wollte ich die Folge dann doch nicht haben. Dann gucken wir doch eben, was Emma möchte. Und dann gucken wir nächste Folge, wie es dann da weitergeht. Jetzt habe ich so viel gekauft, dass mir schwindelig wird. Dieses Mal werde ich dir sehr großzügig bezahlen, Astra. 10.000 Jorvik-Schillinge. Ja, es scheint, als hätte ich nur 70 Jorvik-Schillinge. Es ist teuer, hier shoppen zu gehen. Aber du hast ja meine beste Freundin. Da du ja meine beste Freundin bist, bringst du mich bestimmt trotzdem. Hilf mir rauf und los geht's. Jiha. Ah, okay. Ja, komm. Das wird jetzt zwar doch wieder ein bisschen dauern. Dann bringen wir Emma eben schnell wieder zurück zur Reiterarena.
Dann haben wir jetzt die Quest auch nicht die ganze Zeit dann hier rumstehen. Wird die Folge doch wahrscheinlich doch ein Tick noch länger als ich geplant habe, aber das ist ja nicht schlimm. Und dann können wir nächste Folge dann ganz entspannt genau hier weitermachen. Also mit, dass wir den Schlüssel suchen. Ich habe ja jetzt die Fähre, um hier schnell hinzukommen. Tatsächlich halte ich fast nur immer hier lang so den Weg. Und wir sollten zwar nicht in den Wald rein, wir sind trotzdem in den Wald, weil ich glaube, dass der Weg schneller war. Außerdem ist der Wald sehr schön. Und da habe ich jetzt den Vorteil, dass ich mich doch schon ein bisschen auskenne. Dass ich natürlich den Wald in- und auswendig kenne. Okay, komm mit in- und auswendig nicht, aber ich kenne mich doch sehr, sehr gut mittlerweile hier aus. So, ich weiß jetzt nicht, ob der Weg wirklich schneller war oder nicht. Aber wir können jetzt auch mal andere Gebiete schon mal von Golden Hills sehen. So, dann müssen wir gleich wieder am Tor sein. Und dann freue ich mich schon mal, dass wir jetzt ein paar Quests hier in Golden Hills machen, die nächste Folge. Weil ich weiß auf jeden Fall, so manche, die sind echt toll mit Quests. Und ich denke mal, genau, noch weiter weg, bis wir Bürgermeister Klaus halt die Quest in Vespa Fischerdorf. Habe ich mir fast gedacht. Wäre jetzt komisch, wenn die Story-Quest plötzlich ganz woanders wäre. So, da wären wir, Emma. Danke, Astrid. Wie schön, dass ich nicht laufen muss. Du hast es gut mit deinem Pferd. Ich habe Kleider gekauft, die mindestens 10 Tonnen wiegen. Du hast es gut mit deinem Pferd, das dir immer hilft. Du bist das schönste Lemonheart. Mach's gut, Astrid. Wir sehen uns. Der hat noch eine Quest. Die machen wir jetzt aber nicht noch. Die Folge ist jetzt doch schon etwas länger. Würde ich sagen, machen wir nächste Folge hier bei Emma einmal die Quest dann weiter. Und die Quest, weiß ich auch, die ist recht kurz, die würde ich nämlich auch einmal gerne machen, wenn wir schon mal hier sind. Und dann machen wir natürlich mit der Story-Quest weiter. Und bis dahin, tschüss!